Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier endlich mal wieder zur neuen Folge unserer F1 2021 My Team Season. Wir sind in unserer zweiten Season und zwar haben wir uns erst letztens Ayrton Senna geholt im Monza im Königlichen Park. Er weint heute, leider weint er. Ich bin kein großer Fan vom Regen, aber heute wird ordentlich rasiert, hoffentlich. Hier haben wir nochmal den Parco di Monza, 11 Kurven, 5,7 Kilometer, 2 DRS-Zonen und eigentlich eine Highspeed-Strecke. Wie es im Bilderbuche steht, abonniert gerne unseren Channel kostenlos, lasst euch unbedingt gerne Däumchen nach oben da und aktiviert auch gerne die Glocke, dass nichts mehr passt. Wie gesagt, für mehr Videos schaut auch gerne auf TikTok vorbei, auf IT-JT oder auch gerne auf Instagram, IT-Gaming. Wie immer, alles unten in der Bio auf IT-Tobi. Gibt es auch auf TikTok noch ordentlich Stuff und unsere Runde beginnt jetzt. Alle Links sind unten in der Bio und nach der ersten Runde sind wir Dritter. Das ist okay, Ayrton Senna ist Erster. Das ist uns unser Ansporn. Es ist möglich, hier an die oder auf die Pole zu fahren. Erste Kurve okay, hier natürlich noch im Trockenen, augenscheinlich. Aber es wird auf jeden Fall, die Bedingungen werden, ja, etwas härterer werden. Es geht los hier in Variante, nein, oder einfach nur Kurve 2, 3, 4. Hier gab es unter anderem, Gott, Leute, so perfekt die Kurve mitgenommen, 2,5 Zehntel im Delta, perfekt. Erste Lesmo ist etwas, oh mein Gott, so viel Schwung damit rausgenommen, aber fast links in Kiesbett. Die zweite Lesmo war etwas, zurückhaltender, dafür ein bisschen sauberer, rausgekommen mit 3,5 Zehntel Vorsprung. Das ist ordentlich, meine Leute, eine Zehntel auf Ayrton Senna gut gemacht und hier zack, zack. Zack, und wie viel wir in Ascari gut gemacht haben, waren einfach mal unfassbare 2,5 Zehntel. Und das sollte eigentlich allemal für die Pole reichen, wenn da nichts mehr Unvorhersehbares kommt. Aber Track Limits in der letzten, nicht mal in der Parabolica gibt es keine Track Limits. Und jetzt hier wie immer diesen Asi-Trick und es reicht, Leute. Wir sind auf der Pole Position, ja, was für ein Qualifying. So Leute, hier das Starting Grid, wir haben es geschafft, von der Pole Position aus werden wir neben Ayrton Senna, dem größten Fahrer aller Zeiten, starten mit 4,5 Zehntel Vorsprung, haben wir ihn da ein bisschen eingeschenkt, ordentlich, aber wir werden uns im Rennen schon ein bisschen was zeigen, Bottas und Alonso dann hinter uns, Ricciardo auf 5, neben Hamilton, noch interessant, Norris und Gasly, dann haben wir Charles Leclerc und Esteban Ocon. Die haben auch gestern ihr Auto vorgestellt, Verstappen und Stroll. Viel mehr auf TikTok, wir werden noch heute oder morgen noch auf den Alpine reagieren. Paris und Sainz, dann Tsunoda und Vettel, aber auch jetzt noch ein bisschen drüber reden. Latifi und Giovinazzi und hier noch auf 19 Raikkonen und Mick. Und lass mich raten, Mazepin letzter, ja, nein, nicht, Mazepin vor George Russell. Wie gesagt, der Alpine, Russell mit einer Strafe. Mazepin wäre eh wieder letzter gewesen. Gestern war es auf jeden Fall sehr spannend. Aber jetzt gucken wir uns hier mal den Start an, weil der ist natürlich auch vor Spannung nicht zu ertragen. Unser Start ziemlich schwierig. Wheelspin und dann weggedreht. Dann noch einen leichten Flips. Und hier ist dann Valtteri Bottas. Oh mein Gott, Alter. Das wird so eng. Das wird so eng in der ersten Kurve. Wir lassen innen ordentlich Platz. Beim Raus beschleunigen, Halleluja, da gibt es Gelb und es ist wirklich so tricky. Also das Gaspedal darfst du hier fast nicht komplett durchdrücken. Guckt euch mal, ich muss hier richtig mich verteidigen gegen Valtteri Bottas, der hier ordentlich andrückt. Und Senna leider beim Start gegen Bottas, ja, Boden verloren. Die Ideallinie mal zu finden ist natürlich echt schwierig. Oder sie ist ja nicht ident hier, also es gibt keine Ideallinie noch. Erste Lesmo ganz, ganz vorsichtig. Guckt unten aufs Gas. Ganz vorsichtig raufgegangen. Noch hier. Ganz vorsichtig. Halbgas. Drei Viertel. Nicht mal ganz durchgedrückt. Also, das ist wirklich echt tricky. Aber jetzt haben wir mal so eine halbe Sekunde zum Durchschnaufen. Und jetzt geht's dann in Ascari. Und die müssen wir eigentlich halbwegs gut erwischen. Hier schon mal den Scheitel ein bisschen verpasst. Ich wollte auch nicht einmal komplett einlenken. Ich habe da zu viel auf einmal eingelenkt und da gehen wir mit 2 Zehntel, haben wir da verloren. Valtteri Bottas, da kommt die Windschatten ordentlich hier dran. Bottas kommt hier dran, aber es reicht natürlich nicht. Es gibt auch kein DRS, das ist natürlich unsere große Hilfe. Ich hoffe natürlich, wir können noch im Laufe des Rennens noch ordentlich hier, Boden gut machen, beziehungsweise wir können hier, ja, jetzt hat es mal ein bisschen. Für 4 Zehntel wieder, aber ich glaube, das wird echt schwierig. Im Laufe des Rennens müssen wir hier echt uns die Ideallinie zurechtfinden und dann halt mal gucken, wie das Ganze so verläuft. Erste Kurve mal okay erwischt, sind immer noch 3 Zehntel zu Bottas, aber es sind schon 8 zu Senna. Ich habe
der kann dann noch nicht ganz die Pace mithalten. Obwohl, ja, jetzt sind 6, oh, 5, aber es sind nur noch eine zu uns, eine zu uns. Alter, ist das hier eine rutschige Angelegenheit. Leute, ich wünsche das keinem, aber das Rennen ist echt scheiße zu fahren gerade. Es ist richtig, richtig, hardcore. Und hier wieder, oh mein Gott, mit dem ganzen linken Auto, also mit beiden linken Reifen und dann hier auch den Scheitel nicht ganz richtig erwischt und da ist er wieder dran. Da ist Valtteri Bottas wieder dran. Die Bedingungen sind alles andere als schön, aber wir können da vorne halbwegs uns halten. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, huh, aber hoffentlich, ja, ein Fehler kann hier alles kaputt machen und der wird leider noch kommen. Ich will es nicht spoilern. Aber er wird noch kommen. Hier jetzt mal der Start, die Start-Replay. Aber ich denke mal, weil ich auch direkt drüber gezogen habe, habe ich da, Senna die komplette Chance genommen, uns hier irgendwie zu überholen. Obwohl, nein, der hatte so und so auch nicht den besten Start. Vielleicht auch nicht das beste Setup. Wir hatten einen guten Start, aber beim Standing Start ist auf jeden Fall Bottas am besten weggekommen. Also das kann ich nicht irgendwie schlecht reden. Bottas, verdammt guter Start. Also erste Kurve hin, würde ich sagen, war ich ein bisschen besser dran. Aber so vom Start her war Bottas echt Baba dran. Also echt, Bottas war sehr gut dran. Wir sind vierte Runde, halbe Sekunde zu Bottas. Also es könnte heute doch noch was werden. Aber es könnte leider nur, weil jetzt passiert dieser dumme Fehler, Leute. Dieser dumme Fehler, der uns vermutlich das Podium kosten wird. Ein Dreher ins Gras rein. Und ja, wir müssen uns hier wieder von Top 10. Na, jetzt bleiben wir überhaupt Top 10. Alter, die Reifen sind zu kalt. Und da gehen nochmal zwei vorbei. Elfter Platz, Leute. Jetzt heißt es, den ganzen Scheiß, den wir gerade fabriziert haben, das war sehr, sehr dumm. Wirklich sehr unnötig. Hier zu früh aufs Gas, aber ja, du fühlst dich dann nach ein, zwei Runden so sicher und denkst dir so, ja, das geht schon, das geht schon, das geht schon. Und das eine Mal geht's gut, das zweite Mal auch, das dritte Mal auch. Aber irgendwann bist du doch zu früh dran. Hier außen mal Strolly Boy, aber wir sind hier in einer durchaus besseren Situation. Ja, passt. Das ein Punkt immerhin, das wäre natürlich zwei Punkte jetzt wieder. Du denkst dir so, ja, es geht, es geht, es geht. Und wie gesagt, das dritte oder vierte Mal vielleicht auch noch. Aber dann kommt irgendwann dieser Moment wie jetzt. Da dreht es dich einfach so unvorhersehbar weg. Da kannst du schon nichts machen dagegen. Das ist leider der Regen. Vielleicht kann Senna hier noch ein bisschen unsere Ehre retten und wenigstens den Win holen. Wir sind ja eh beides kein italienisches Team. Aber dennoch, das wäre natürlich so wichtig. Nach diesem perfekten Qualifying läuft hier alles andere als gut. Es läuft beschissen, um genau zu sein. Ayrton Senna mit der schnellsten Rennrunde. Der Befreiungsschlag. Ich würde es ihm so gönnen, den Win zu holen. Der klebt doch förmlich hinter Bottas. Jetzt hier Perez, der probiert hier leicht Schlangenlinien zu fahren, aber den holen wir uns auf der Geraden, beziehungsweise in der ersten Schikane. Wir bremsen hier wesentlich später und da gibt es eine kleine Gruppe in Form von, die wird von der McLaren angeführt. Ich glaube, es ist Norrie. Das könnte natürlich auch Ricciardo sein, aber ein McLaren führt auf jeden Fall diesen Schneckenzug hier an. Er ist der Lokführer. Oder beide McLaren fand die da hintereinander. Gucken wir uns nochmal die Replay an. Und das war echt dumm. Also wir sind gut in die Kurve reingekommen, aber auch schon ein bisschen den Körper zu hart genommen. Und dann zu früh. Ich glaube auch vielleicht links, dass wir da so einen kleinen Bach erwischt haben und so. Es ist dumm. Es ist unnötig. Es kostet so viele Punkte. Gott sei Dank haben wir einen leichten Polster in der WM. Und die mussten sich nicht einschleifen. Die zwei waren vor mir. Da rege ich mich nicht mehr auf. Das war echt sehr, sehr dumm. Sehr, 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 sehr dumm. So, na, fünfte Runde, Leute. Und hier kommen wir dann allmählich. Hier waren wir dann an Paris vorbei. Und dann, oh, da probieren wir es gegen Charles Leclerc, es reicht noch nicht, das reicht noch nicht. Und ja, zack. Hier ist jetzt nochmal die Szene. Wir sind hier genau an Leclerc dran. Und es reicht doch, dass wir vorbeikommen. Lille im ersten Sektor. Aber natürlich schafft man hier auch nicht die schnellste Rennen. Und in diesem Verkehr ist es echt höllisch, nur irgendwie ansatzweise dran zu kommen. Also, gelb vor uns. Aber das, ja, war vielleicht nur eine kleine Berührung. Guckt euch mal an, wie sich die drei da vorne abgesetzt haben. Also,
Da ist ein Riesenloch zwischen dem McLaren und zwischen Lewis Hamilton, der, glaube ich, auf dem dritten Platz ist. Also ich glaube, das wird nichts mehr. Senna wird auch schwer. Da hinten, beide Aston Martin fahren sehr langsam. Haben die da... Oh, das ist nur einer? Nein, das ist nur einer. Ein Aston Martin fährt da hinten sehr, sehr langsam in Ascari rein. Ich denke mal, der wird abstellen. Valtteri Bottas schnellste Rennrunde und Lewis Hamilton. Aber leider nichts vom Senna. Jetzt hier ein Gasly, den Winner von 2020. Im Windschatten dran hier und erste Kurve geht klar. Norris und Alonso und auch Ricciardo alle in der ersten Kurve. Mein Gott, können wir da Alonso auch gleich... Nein, da können wir leider nicht mitmachen. Ja. Er öffnet uns zwar die Tür, aber wir treten sie noch zu. Ich glaube, das könnte gut werden. Das könnte verdammt gut werden. Eine andere Linie, ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen Windschatten. Hier an Norris dran. Und reicht das weit? Alter, der schickt uns ja weit. Alter, ich muss hier den Ausgang nehmen. Das war echt sehr, sehr... Oh mein Gott, Leute. Hier mal beide vorbeilassen. Und Alter. Das war echt... Ich war so spät auf der Bremse drauf. Ich dachte mir, Norris geht noch. Aber ja, dann war Alonso auch schon hier. Und ja, von da an war es leider schon zu spät. Also das war zu viel. Auf einmal... Brilliant. Nice move. Radar is clear. Weather is looking good for now. Inters look like the best tyre for now. There's four laps of... So, Leute, wir sind wirklich tatsächlich noch an Senna dran gekommen, aber es ist leider schon, ja, so die letzte Möglichkeit, hier jetzt in die Parabolika reinzustechen, und da würde ich mehr Schaden machen als gut. Schadensbegrenzung, auf jeden Fall das Podium und auf jeden Fall auch die 6 Sekunden. Wir könnten hier nochmal, wir kommen hier schön dran, aber es reicht nicht. Es reicht nicht, Mann. Das ES geht aus. Und so, wir kommen, ja, gewinnt Valtteri Bottas das Rennen vor Ayrton Senna. Glückwunsch, wirklich. Ein tolles Rennen gefahren. Beide fehlerfrei vor allem. Und da konnte ich heute leider nicht mithalten. Das war sehr, sehr dumm von mir. Es würde auch noch Rennen geben, wo es vielleicht anders läuft. Russland nächstes Mal oder auch Singapur vielleicht. Japan, ja, wird es nicht anders laufen. Japan ist genauso meine Haarstrecke wie deren Haarstrecke. Dennoch freut es mich wirklich extrem, dass er sich da den Win geschnappt hat. Sagen wir mal eher das Podium. Bottas hat ja den Win. Also für den freue ich mich nicht so. Und wie gesagt, kommen wir auch noch ein bisschen zum Launch. Ich meine, der Alpine ist, sie haben eine Speziallackierung Pink und jetzt noch eine Optimal- oder so eine Standardlackierung in ihrem Blau-Design mit gelben Akzenten. Fand ich persönlich jetzt nicht meinen Favoriten. Aber ja, ich meine, was soll ich sagen? Ja, wir können uns auf jeden Fall alle über unser Podium freuen. Ich meine, wir haben es alle uns regelrecht verdient. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt kommt das Gespritze. Okay, das war zu viel. Was soll ich sagen? Gute Arbeit, Bottas, gute Arbeit. Vor allem natürlich auch Senna. Also der hat wirklich einen tollen Job geliefert.
makellos, fehlerfrei, leider nicht an Bottas vorbeigegangen, war jetzt nicht gerade unschuldig dran. Also ich war ja, bin ich da direkt vor das Auto gefahren, um ihn abzudecken, weil ich ihn als größte Gefahr sah. Hätte ich mal Bottas abgedeckt, wäre vielleicht Senna vorbeigekommen und hätte das auch gewinnen können nach dem Fehler. Oder ja, hätte, wäre, wenn. Man kann jetzt nicht viel sagen, außer dass ein paar Punkte auf jeden Fall verloren gingen. Also das ist natürlich jetzt klar. Aber auch hier in der in der Rivalität haben wir keinen Boden verloren. Im Gegenteil, wir bauen ihn sogar. Oh, nein, bauen ihn nicht, also so Gleichstand. Senna noch immer noch drei Level vorne. Dieser Mann ist halt einfach eine Legende. Also wirklich, der ist so stark. Und ich bin echt ein Riesenfan und ich bin auch echt stolz, dass wir ihn da in unserem Team haben. Aber trotzdem, es wird eine harte und lange Season noch werden. Also es kann vieles passieren. Man sieht es heute, wichtige 9 Punkte weg an Bottas und der wird doch ordentlich Boden gut gemacht haben. Gut, Leute, für heute war es das aber mal. Es war ein tolles, aber leider sehr kurzes Rennen, wirklich. Also auch mit Regen und so war es trotzdem sehr, sehr kurz. Und ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Ich habe alles gegeben, auch nach diesem dummen Fehler. Man hätte respawnen können, ich weiß. Aber ich meine, ja, wenn ich bei jedem Dreck respawne, dann macht das auch irgendwie das komplette Rennen tot und so. Also es tut mir echt leid, dass da nicht so viel rausging an Punkten. Aber für heute war es das mal. Wir werden noch alle Komponenten tauschen für Singapur. Werden wir noch ein paar ältere Rennen klopfen. Ich wusste gar nicht, dass es nach Singapur geht, aber in Japan, wie gesagt, da werden wir eigentlich wie alle Jahre wieder alles rauskauen, was geht. Also wirklich alles rausklatschen an Teilen, dann, dass wir dann die komplette USA-Tour fahren können und vielleicht dann für die letzten ein, zwei Rennen noch einmal an alte Teile zurückgreifen können. Ich weiß nicht genau, gucken wir uns mal an, wie der Teilverschleiß ist. Japan, wie gesagt, eine Hausstrecke, da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen tauschen. Ich hoffe, wir können den WM-Titel dieses Mal an uns reißen. Schaut gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei. Und auch gerne auf IT-AT auf TikTok. Wie gesagt, auch gerne auf It's-Tobi auf TikTok. Da gibt es wie immer viel neuen Stuff. Links wie immer alle in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und falls ich das noch nicht genug Info war, abonniert gerne den Channel kostenlos. Heute oder wahrscheinlich eher morgen werden wir auf den neuen Alpine reagieren. Falls ihr das nicht erwarten könnt, schaut gerne auf TikTok vorbei. Und ciao. Trying to master rap, I never gave it up when they called me whack. I gotta run the game like I'm a running back. I gotta change it up so you ain't stuck with that. Now give me the mic and I'm gone.